Wie bekomme ich denn mein Handy rein? Ich hab's! Ich brauche nur etwas doppelseitiges Klebeband. Fertig, zielen und kleben. Wow. Probieren wir das nochmal. Bleib einfach genau da stehen. Ich war's nicht. Oh, Allergien. Was ist mit dem Typen los? Komm schon, bleib kleben. Ha? Ich dachte, ich hätte was gespürt. Was gibt's? Du sprichst mit mir? Ich glaube, ich habe eine Freundin. Sie sehen gut aus, Miss Smith. Oh, du bist ja lieb. Viel Erfolg heute. Hi, Miss Smith. Hallo, Annie. Mal sehen, was du versteckst. So weit, so gut. Ich konnte nichts entdecken. Ich bin sauber, ich schwöre. Na, wenn du das sagst. Das lief ja wie am Schnürchen. Vielen Dank für die Hilfe, Bro. Happy Birthday. Oh, danke. Das ist für dich. Du bist die Beste. Ich frag mich, was es ist. Hier für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Wow, ihr verwöhnt mich ja richtig. Ich bin so froh, Freundinnen wie euch zu haben. Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Wow. Was? Heute ist Stacys Geburtstag? Hi. Hi, Emily. Danke nochmal. Ich hab's total vergessen. Was mache ich denn jetzt? Vielleicht habe ich was für Stacy in meinem Rucksack. Mag sie vielleicht Gummihühner? Wenn ich's mir recht überlege, lieber nicht. Was habe ich denn noch hier? Spaßpup? Immer ein Lächeln wert. Nee, das kann ich ihr auch nicht geben. Ein neues iPhone. Wow. Oh Mann, ist das schwer. Sie wird so traurig sein. Ich muss ihr nach dem Unterricht was kaufen. Ich hoffe, das stört sie nicht. Diese Blumen riechen fantastisch. Ich weiß, ich schreibe ihr eine Karte. Der Gedanke zählt, oder? Das sieht furchtbar aus. Oh, ich muss mir was einfallen lassen. Warte mal, ich glaube, ich hab's. Ich weiß, was ich Stacy zum Geburtstag schenke. Wird Zeit, mich an die Arbeit zu machen. Ich male zuerst mit einem blauen Textmarker Punkte auf den Deckel meines Notizbuchs. Einfach irgendein Muster. Das gleiche mache ich mit anderen Farben. So lange, bis die Seite ganz voll ist. Das sieht gut aus. Ich denke, das sollte reichen. Da kommt jetzt durchsichtiges Tape drauf. Das soll schön glatt werden. Und dann schneide ich es ab. Der letzte Streifen. Nun tupfe ich schwarze Farbe auf das Klebeband. Mit dem Schwamm wird es dann auch gleichmäßig. Ich darf keine Stellen vergessen. Und nun wird die Farbe trocknen. Mit einem Holzspieß kratze ich dann einen Gruß drauf. Der Spieß kratzt das Schwarz ab. Und das Bunte scheint hervor. Das ist ein richtig cooler Effekt. Fertig! Stacy? Alles Gute zum Geburtstag! Oh, Emily! Wow! Vielen Dank! Das gefällt mir total gut! Komm her, Bestie! Also, hast du Torte? Das war ein toller Film. Du solltest ihn auch sehen. Oh, Emily, setz dich doch. Hey, Leute. Du siehst toll aus. Danke, Jake. Das ist so nett von dir. Ich kann das. Und los. Hä? Oh, meine Miene ist abgebrochen. Voll nervig. Oh, typisch. Warum passiert mir das immer? Ich hoffe, ich habe einen Anspitzer. Komm schon. Ich habe alles in meiner Federtasche, nur den nicht. Oh, ich habe ihn zu Hause gelassen. Hey, Stacy, hast du einen Spitzer? Bin mir nicht sicher. Mal gucken. Ups, ich bin so tollpatschig. Nee, habe ich nicht. Sorry. Okay, das war weird. Was hat die für ein Problem? Nun ist meine Zeit gekommen. Ich kann Emily meinen Anspitzer geben. Oder ich nehme den Ring, den ich gekauft habe. Einen Versuch ist es wert. Ich nehme den Edelstein ab und gebe einen kleinen Klecks Kleber drauf. Das sollte reichen. Und nun setze ich da den Anspitzer drauf. Dann kommt der Ring in eine Schachtel. Sieht toll aus. Hey, Emily, das ist für dich. Wirklich? Wow, du bist so süß. Den hast du für mich gemacht? Jake, das ist genau, was ich brauche. Danke, wow. Du hast ihn verdient. Ich bin so froh, dass er dir gefällt. Ich kann es kaum erwarten, ihn anzustecken. Der passt perfekt. Und er ist sehr praktisch. Was bist du aufmerksam, Jake?
Und mein Stift ist wieder gespitzt. Ich werde nie wieder meinen Anspitzer verlieren. Und alles dank dir, Jake. Danke, mein Süßer. Ach, das hätte ich sein sollen. Ich wünschte, Jake hätte mir den Ring geschenkt. Ich bekomme nie die süßen Typen ab. Sollen wir uns später treffen? Ich muss gleich kotzen. Wir sind alles durchgegangen, also gibt es keinen Grund zu versagen. Nicht versagen, kapiert. Mir ist so langweilig. Ich kann kaum meine Augen offen halten. Emily, das ist voll eklig. Es wird Zeit für den Test. Ich möchte, dass ihr alle Aufgaben löst. Ein Test, juhu! Hier sind eure Blätter. Boah, ist das aufregend. Ich möchte gleich anfangen. Oh, sorry, ich mag Tests einfach. Hier, das ist für dich. Ja, danke. Das könnte knifflig werden. Ich habe mich voll erschreckt. Sorry, ich mache später mit meinen Nägeln weiter. Aber ihr fahrt fort. Na toll. Mit dem kann ich nicht mehr schreiben. Hey Stacy, hast du noch einen Stift? Bitte, ich brauche einen. Ich habe nur den hier, sorry. Oh, okay. Warte, ich habe eine Idee. Bekomme ich deinen Stift ganz kurz? Okay, aber den will ich wieder haben. Ich weiß, was ich mache. Ich bin genial. Ich lege den Bleistift auf ein Stück Papier und dann rolle ich es ein. Das Blatt muss schön eng gewickelt werden. Bevor ich das Ende erreicht habe, fahre ich mit dem Klebestift über den Rand. Dann rolle ich das Ende auf. Ich muss darauf achten, dass es klebt und dann ziehe ich Stacys Stift raus. Dann stecke ich einen Trinkhalm in die Papierröhre und verschließe das Ende mit dem Kleber. Dann kommt mein Stift ins andere Ende. Das ist ein optimierter Bleistift. Damit sollte es gehen. Danke, Stacy. Klar, aber was habe ich denn da gerade gesehen? Das klappt. Ich bin froh, dass mir das eingefallen ist. Das geht echt gut. Oh, da kommt Matthew. Hey. Du bist zu spät. Setz dich. Sorry, hat eine Weile gedauert, bis meine Frisur perfekt war. Oh, der sieht so gut aus. Diese Windmaschine ist das Beste, was ich je gekauft habe. Wow, schau die nur an. Ich sehe wirklich gut aus. Ja. Ja, das tust du. Ich glaube, mein Herz ist gerade stehen geblieben. Oh, mein Stift. Ups. Ich hoffe, das hat keiner gesehen. Du schaffst das. Das ist so nervenaufreibend. Hoffentlich ist das richtig. Ich habe mein Bestes gegeben. Wie habe ich abgeschnitten? Wem mache ich was vor? Das ist falsch, oder? Warum strenge ich mich überhaupt an? Das ist so schwer. Schau zu und lerne, Nerd. Mach einfach das. Tada! Ich weiß, ich bin ein Genie. Was? Das gibt's doch nicht! Juhu! Freiheit! Hast du das Gesicht vom Lehrer gesehen? Wie cool, dass Kevin ihm ein Furzkissen auf den Stuhl gelegt hat. Du bist in Kevin verliebt, Nana. Hey, zieh nicht an meinen Haaren. Stopp! Ich muss dir was zeigen. Das ist mein neuer Freund. Der sieht kuschelig aus. Aber guck dir meinen an. Hä? Was ist mit Teddy passiert? Oh nein, meine Stifte sind ausgelaufen. Das ist nicht gut. Mama wird sauer sein. Gib den her. Ich bin sehr enttäuscht. Das war's. Du fliegst raus. Du hast Schande über die Familie gebracht. Wo soll ich denn hin? Das ist jetzt mein Leben. Ich bin eine Nomadin. Nur ich und die Straße. Und ein riesiger Bär. Vielleicht will er umarmt werden? Oder auch nicht? Ah! Das darf nicht passieren. Ich will nicht vom Bären gefressen werden. Ich habe da eine Idee. Ich trage Kleber auf die Chipsdose auf. Ich mache einen Rahmen. Ich mache das die ganze Dose rum, aber ich lasse eine Lücke. Da kommt jetzt der Reißverschluss dran. Und schon hast du eine Federtasche. Die ist für mich? Total cool. Wow, ich werde die gleich benutzen. Wo sind meine Stifte? Alle passen perfekt rein. Du bist die Beste, Mickey. Bin ich. Und bescheiden. Aufgepasst, Klasse. Heute wird geprüft. Und ich habe es extra schwierig gemacht. Okay, hier ist die erste Frage. Welches ist die alkalische Lösung? Die hier oder die hier? Das weiß ich. Es ist die blaue. Was sagst du, Stacy? Stimmst du zu? Ich bin mir nicht sicher. Wir haben das besprochen. Du solltest das wissen. Guckt euch den Dreck an. Du musst...
Hä? Okay. Versuchen wir was anderes. Wer ist das? Ich weiß das. Schon wieder. Das ist ein Typ mit komischen Haaren. An sich hast du recht. Sie ist gut. Was ist das? Das weiß ich nicht. Ich weiß. Das ist ein Messbecher. Du hast einen Lauf, Mickey. Danke. Wer kann das lösen? Das ist eine knifflige Aufgabe. Unglaublich, wie dreckig das hier ist. Denkt an. Warte, habt ihr das auch gesehen? Na egal. Ihr habt 4 Möglichkeiten. Oh, das ist so schwer. Nicht für mich. Woher weiß sie alle Antworten? So schlau ist sie doch gar nicht. Ich bin beeindruckt, Mickey. Sie muss schummeln. Kann ich dir helfen? Jemand hat die Tafel vollgekritzelt. Sie wird gleich wieder wie neu aussehen. Hey, was machen Sie da? Hören Sie auf damit. Lass mein Tuch los. Ich mein's ernst, Lady. Wow. Das ist meine Chance. Ich brauche nur ein bisschen Hilfe. Ich liebe Technik. Wo war ich? Stacy, schummelst du etwa? Ich? Auf keinen Fall. Okay. Psst, Stacy, gib mir dein Handy. Schnell, bevor die Lehrerin guckt. Danke. Hier ist die nächste Frage. Ich weiß, wie ich helfen kann. Sch. Ich trage Kleber am Rand der Hülle auf. Ich mache noch eine Klebelinie daneben. Da klebe ich jetzt einen Stift dran. Das mache ich die ganze Hülle entlang. So ist das Telefon schön versteckt. Und das ist die Lösung für all deine Probleme. Okay, wer kann diese Frage beantworten? Mickey, was ist das? Hä? Das sind nur meine Buntstifte. Ne? Okay, na gut. Hier, nimm's. Wow, danke. Ich leg das hier hin. Jetzt habe ich auch alle Antworten parat. Kommt schon, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wer weiß das? Das ist fantastisch. Ich hab's. Das ist die Lösung. Sehr gut. Danke, Mickey. Bei der Prüfung wird nicht geschummelt. Was ist das? Wie ist das denn da hingekommen? Ich war überzeugt, das würde klappen. Okay, Stacy, du bist die Nächste. Ich brauche noch eine Minute. Die Lehrerin darf mein Handy nicht finden. Aber wie kriege ich's ins Klassenzimmer? Oh, Grace, du schummelst nicht, oder? Ich? Nein, niemals. Warte, ich habe eine Idee. Dafür brauche ich nur Grace Latschen. Hab sie, das perfekte Verbrechen. Und nun muss ich ein paar Anpassungen vornehmen. Ein Schnitt hier und hier noch einer. Das sollte gehen. Und nun kann ich mein Handy in die Sohle schieben und niemand wird's merken. Rein mit dir, Grace. Ich hoffe, das klappt. Ganz normal verhalten. Scheint alles in Ordnung zu sein. Ich finde keinerlei Hinweise auf Betrug. Ich bin überrascht. Ich dachte, Stacy würde schummeln. Naja. Okay, heute mache ich die Dinge ein bisschen anders. Legt eure Bücher weg, die sind langweilig. Stattdessen schreiben wir einen Überraschungstest in Chemie. Ziemlich cool, was? Der wird euch gefallen. Nein, wird er nicht. Was soll das? Ihr verderbt mir immer den Spaß. Wen kümmert's? Ich hab das Sagen. Hier ist der Test. Das ist merkwürdig. Gönnen wir ihr den Spaß. Und denkt dran, nicht schummeln. Das ist mein Ernst. Wir fallen sowieso durch. Was ändert das schon? Bringen wir's hinter uns. Ich behalte euch im Auge. Wie ein Adler. Wie ein Adler. Das ist voll schlimm. Schau dir die Fragen an. Hey, was machst du da? Das gefällt mir gar nicht. Lass mich das sehen. Ich sagte nicht schummeln. Ja, ja, schon klar. Das nehme ich mit, wo ich es sehen kann. Okay, jetzt kriege ich Panik. Ich muss schnell machen. Das ist eine grausame, grausame Welt. Wow, diese Lampe ist wirklich hübsch. Oh, jetzt ist sie aus. Hey, Emily, ist das ein Handy? Gib das her. Ich bin enttäuscht von dir. Du bekommst es nach dem Unterricht wieder. Ihr Kinder und die Handys, ich verstehe es nicht. Oh, ich hatte fast alle Antworten. Und was mache ich jetzt? Ich muss nachdenken. Moment, vielleicht hilft mir der Radierer. Ich habe eine tolle Idee. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch. Frau Lehrerin, ich muss mal auf Toilette, bitte. Okay, aber nicht zu weit, ja? Okay. Dann mache ich mich an die Arbeit. Ich brauche nur einen Radierer und den Cutter. Damit schneide ich ihn durch. Dann klebe ich einen Streifen Papier über beide Teile. Und schreibe da die Lösungen drauf. Ich muss klein schreiben, damit alles drauf passt.
Dann klappe ich den Radierer um. Und nun zurück ins Klassenzimmer. Versuchen wir es nochmal. Bleib ganz cool. Wie kannst du nur so cool bleiben? Schau dir das an. Ich habe all die Lösungen. Und die Lehrerin wird nichts vermuten. Muss ich Tomatensaft kaufen? Ja. Wow, das ist großartig. Emily, was machst du da? Schummelst du etwa? Was? Nein, da würde ich nicht im Traum drauf kommen. Das ist nur mein Radierer. Sehen Sie? Kein Spicker. Und ich kann nur sagen, toller Test. Ich glaube, sie hat's mir abgekauft. Ist ein toller Test. Danke. Und ich bin fertig. Ich bekomme definitiv eine 1. Und ich bekomme den Radierer. Komm zu mir, mein Schatz. Du gehörst mir allein. Was zur... Hat der ein Schloss oder so? Ich bin gerade echt verwirrt. Ich geb's auf. Sie hält sich für besonders schlau mit dem Radierer. Viel Glück. Ich bin dann mal weg. Oh, schon morgen. Nur noch 5 Minuten. Ich hatte den besten Traum. Hä? Wie spät ist es? Oh nein, ich komme zu spät zur Schule. Ich muss mich beeilen. Komm schon, hier muss doch was zum Anziehen sein. Oh, das wird gehen. Ich kann's noch zum Bus schaffen. Warte! Nein, halt an! Warte doch auf mich! Oh, wie nervig! Ich habe keine Zeit für sowas. Ich bin so unfit. Aber wenigstens etwas Cardio. Hä? Matthew? Oh Gott, sorry! Na, das ist doch schon besser. Hat das Teil auch Bremsen? Den Rest des Weges kann ich laufen. Nein, ich kann's nicht glauben! Oh mein Gott! Ich bin so froh, flache Schuhe gewählt zu haben. Bis später, Miezekatze! Ich hab's geschafft. Sorry, hab verschlafen. Geht's dir gut? Du schwitzt. Ganz schön doll. Das ist mal wieder so ein Morgen. Ich musste zur Schule rennen. Es gibt einen Grund, warum ich nicht trainiere. Was riecht denn hier so? Oh, ich glaube, ich muss gleich kotzen. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Oh Gott, wie peinlich. Schlimm, ja. Aber es ist okay, ich kann dir helfen. Du brauchst nur Damenbinden. Gib mir dein Oberteil. Na los, zieh's aus. Vertrau mir, das wird helfen. Okay, aber Matthew schaut nicht her, oder? Danke, dauert nicht lange. Zuerst muss ich das Top umdrehen. Und dann entferne ich die Schutzfolie der Binde und klebe sie auf das Shirt. Ich platziere die Einlagen dort, wo Schweißflecken zu erwarten sind. Und eine kommt noch hier hin. Hier hast du es. Was? Wie kann das sein? Wow, voll der Unterschied. Genau, was ich brauche. Danke. Wow, hier riecht so frisch. Es gibt keinen Gestank mehr. Hey, Stacy. Vielleicht ist es heute doch nicht so schlimm. Ich bin früh dran. Ich höre noch Musik, bevor die Lehrerin kommt. Ich schnapp mir meine Kopfhörer. Ah, da sind sie ja. Das entspannt mich vor dem Unterricht. Was? Das ist ja seltsam. Meine Kopfhörer sind zu Schokolade geworden? Was geht hier vor? Warte mal. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Wow, das ist so schön. Ich bin die Schokofee und ich verbreite gerne Schokoglück. Das ist lecker. Was ist das? Ich werde mir etwas Spaß gönnen. Jeder mag doch Schokolade, oder? Ja, sie hat recht. Ich liebe Schokolade. Die werde ich nun genießen. Moment. Vielleicht war es gar nicht die Schokofee. Was ist das? Sieht gut aus. Hey, nein, Finger weg, die gehören mir. Nie bekomme ich die schönen Sachen. Stacy ist so gemein. Wer ruft mich an? Oh, es ist Jake, meine Liebe. Er ist so süß. Hi, mein Schatz. Der werde ich zeigen. Ich habe eine tolle Idee. Ganz genau, Rover. Erledige dein Geschäft. Was für ein großes Häufchen. Du bist ein guter Hund. Ich brauche nur noch eine Sache. Aha, das wird gehen. Der ist sogar noch frisch. Das ist perfekt. Ich will's aber nicht anfassen, das wäre eklig. Zum Glück bin ich immer vorbereitet. Damit wird's gehen. Ich fülle die Spritze mit dem Pupi. Ich habe dann noch Schokolade für einen Snack. Streiche spielen macht hungrig. Das sollte reichen. Und nun fülle ich den Behälter auf. Dann noch die andere Seite. Und nun warte ich, bis sie hart geworden ist. Ich glaube, es ist schon soweit. Das sieht super aus. Ich tue sie lieber zurück. Das wird Stacy lehren, ihre Sachen auch mit mir zu teilen. Bye, bis später. Er ist der Beste. Bleib cool, sie vermutet nichts. Ich muss nun zur Schule. Ich packe nur noch schnell meine Tasche und dann los. Darf meine Kopfhörer nicht vergessen. Richtig, das solltest du nicht. Das darf nicht sein. Nein!
Ich liebe dieses Rouge. Oh, jemand ruft an. Ich sollte besser rangehen. Hallo? Oh, hey. Wirklich? Das glaube ich nicht. Pop, pop, pop. Oh, Mama telefoniert. Ich will das auch. Hä? Was du nicht sagst? Du hättest dabei sein sollen. Okay, bis später. Oh, tschüss. Ich bin total erwachsen. Aber ich brauche ein richtiges Telefon. Ich sollte nicht, aber ich kann nicht anders. Das perfekte Verbrechen. Oh, da ist ja mein süßes Mädchen. Erwischt. Rückzug, Rückzug. Aber ich gebe nicht auf. Ganz langsam. Oh, du brauchst ein bisschen Puder. Kitzel, Kitzel. Süß, Mama. Okay, jetzt aber. Oh, du willst mich umarmen. Das ist so süß. Ich brauche das. Ja, genau das hatte ich vor. Langsam wird's albern. Mami muss sich fertig machen. So bekomme ich nie das Telefon. Sieht gut aus. Ich brauche noch meine Handschuhe. Aha, sie ist abgelenkt. Jetzt aber schnell. Wir sollten uns unbedingt zum Essen treffen. Da sind sie ja. Die sind so schön weich. Hört sich gut an. Ups. Annie? Nein. Ich rette es. Wow, wie hast du das gemacht? Ich bin enttäuscht von dir, Annie. Tut mir leid, Mama. Mein Telefon ist kein Spielzeug. Warte, vielleicht aber ein anderes. Ich habe eine tolle Idee. Diese Kiste ist perfekt dafür. Dann fange ich mal an. Ich beginne mit diesem Karton. Ich mache eine schnelle Skizze. Und zwar von einem Telefon. Ich bin eine Künstlerin. Jetzt kommen noch einige Details dazu. Dann wird es realistischer. Soweit, so gut. Jetzt kommt das Display. Dann mache ich drüben weiter. Das wird die andere Seite des Telefons. Zum Glück habe ich eine ruhige Hand. Dann schneide ich das aus. Das war einfach. Ich drehe die beiden Teile um. Und jetzt brauche ich meine Klebepistole. Der Kleber kommt auf die Kante. Ich brauche nicht viel. Jetzt kommt das Stück Wellpappe ran. Ich klebe es an den Rand. Das wird die Seite des Telefons. Es kommt rundherum. Genau so. Das andere Teil kommt oben drauf. Das mache ich auch mit den anderen Teilen. Langsam nimmt es Gestalt an. Jetzt muss ich sie verbinden. Dafür nehme ich ein kleines Scharnier. Mit dem wird's gehen. Ich klebe es innen an den Karton. So kann man es aufklappen. Genau wie beim echten Telefon. Jetzt male ich es noch an. Ich nehme dafür meinen Korrekturstift. Für den Rand nehme ich einen pinken Marker. Jetzt umdrehen und die andere Seite ausmalen. Es kommt noch mehr. Ich klebe noch dieses süße Kätzchen drauf. Ich habe ein Fenster für das Display ausgeschnitten. Da schiebe ich dieses Bild ein. Und das war's. Ich werde es gleich Annie zeigen. Schau mal, was ich hier habe. Versuchen wir es nochmal. Hallo, du willst mit Annie sprechen? Wow, unglaublich. Es ist für dich. Ist das ein Scherz? Wow, das ist so cool. Ich muss ganz dringend telefonieren. Hoffe, jemand geht ran. Hallo, Annie. Du glaubst nicht, was ich für einen Tag hatte. Du wirst lachen. Erzähl mir alles. Ihr solltet euch auf die Prüfung vorbereitet haben. Solange ich meine Bücher habe, wird alles gut. Hast du diese Limo schon mal probiert? Die ist echt gut. Ich glaube, ich bin soweit. Ich bin alles durchgegangen. Ich muss nur ruhig bleiben. Einen klaren Kopf behalten. Und die Eins gehört mir. Ich brauche definitiv mehr Limo. Okay, klasse. Das ist der Test. Jetzt ist es soweit. Eure Zeit beginnt jetzt. Dann mal los. Gut, dass wir die Bücher benutzen dürfen. So ist es einfacher. Wo steht es? Ich weiß, dass es hier irgendwo steht. Jetzt wird aufgespielt. Auf geht's. Das wird ein Kinderspiel. Es gibt keinen Grund, sich zu stressen. Die Zeit läuft. Ich kann's nicht finden. Das ist einfach. Was jetzt? Wird's hier drin wärmer? Das läuft nicht gut. Ich dachte, du hast dich vorbereitet. Ich versuche mich zu konzentrieren. Du musst dich beeilen. Die Zeit verrinnt. Das Ende ist nah. Kommt langsam zum Ende. Ich werde auf jeden Fall bestehen. Au! Hey, was soll das? Du hättest mich mit dem Buch fast erschlagen. Das tat weh. Warte mal. Ich weiß, was zu tun ist.
Das wird Mickey stoppen, mich mit ihren Büchern zu schlagen. Ich lege ein paar bunte Trinkhalme auf hitzebeständiges Papier. Dann fahre ich mit dem Bügeleisen darüber. So schmelzen die Trinkhalme, aber sie verbrennen nicht gleich. Jetzt mache ich ein Loch in ein Ende und schieb da die Schnur durch. Mit einem Knoten fixiere ich sie. Das müsste Mickey helfen. Hey! Was? Wow, das ist perfekt! So finde ich die Antworten viel leichter. Genau, was ich gebraucht habe. Das war's, die Zeit ist um. Gebt eure Arbeiten ab. Ich hab's geschafft. Yes, ich bin erleichtert. Woohoo! Ja, ich bin's wirklich. Ihr könnt euch auf was freuen. Rara, go Team! Woo! Oh, danke. Ihr seid so nett. Ich hab immer Zeit für meine Fans. Aber denkt dran, ich akzeptiere nur Geld oder Gold. Jetzt geht wieder. Ein Cheerleader zu sein ist harte Arbeit. Und so gut auszusehen ist, naja, für mich ganz natürlich. Ich werde nur ein bisschen nachbessern. Hi Stacy, bekomme ich ein Autogramm? Ich bin dein größter Fan. Schreibst du bitte für meine beste Freundin Mickey? Du hast da was im Haar. Wie ist das da reingekommen? Ach herrje, wie peinlich. Stacy, das tut mir voll leid. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich lege die Bleistiftspäne in diese Herzform. Ich lege noch ein paar mehr dazu. Dann gieße ich klaren Epoxidharz drüber. Jetzt warte ich, bis er fest wird. Dann hole ich es aus der Form. Da kommt jetzt ein Ohrringhaken ran. Und ich habe individuellen Schmuck. Wow, sieht total hübsch aus. Stacy, warte mal. Ich habe da was für dich. Ohrringe für mich? Wow, die gefallen mir. Sie passen zu deinen Augen. Hast du mal an ein Makeover gedacht? Hä? Was ist los? Ich fühle mich so lebendig. Und mir ist schwindelig. Komm, lass uns abhängen. Warte mal. Das ist besser. Wow, alles ist so unscharf. Autsch. Ups, meine Schuld. Na los, ich helfe dir auf. Das war mit Sicherheit die lustigste Folge. Ich frage mich, wo er hingeht. Oh mein Gott, yes! Was ist denn hier los? Oh, guck mal! Eine Puppet-Party! Los, gehen wir! Wow, dein Puppet ist so süß! Ich hab meins auch, also los! Oh, da ist ein Türsteher! Und Essen oder Getränke sind nicht erlaubt! Aber unsere Süßigkeiten, was sollen wir machen? Ich will unbedingt auf diese Party! Hey, ich glaube, wir können rein mit unseren Süßigkeiten. Guck, wir nehmen einfach deine Puppet-Handyhülle und ich lege hier das Bild einer Kameralinse rein. Und dann füllen wir es mit Skittles. Ein Skittle in jede Puppet-Mulde. Wir müssen ja an unserem Süßigkeitenvorrat arbeiten. Und jetzt zur Schokolade. Ich habe sie geschmolzen, damit wir sie gießen können. Ich verteile sie einfach über die Skittles. Super, das sieht perfekt aus. Sie ist hart, das heißt, sie ist fertig. Sieht aus wie ein ganz normales Telefon. Nice, du bist echt clever. Also gut, gehen wir. Du kannst rein. Hast du das Schild nicht gesehen? Kein Essen oder Getränke. Na los, verschwinde. Ich hab mein Puppet. Geh rein. Ha. Ich habe noch nie eine Puppet-Handyhülle gesehen. Sehr cool. Viel Spaß auf der Party. Sieht aus, als wäre niemand in der Nähe. Zeit für meinen Jumbo-Puppet. Wow, hier sind so viele Puppets. Komm her und hilf uns hier bei dem Großen. Die beste Party aller Zeiten. Wir haben den Stapelwettbewerb gewonnen. Los, los, du stellst einen neuen Rekord auf. Hey, willst du tauschen? Okay. Denkst du, was ich denke? Snacktime! Tada, es wartet auf uns. Die Puppet-Hülle lässt sich einfach abziehen, wie ein selbstgemachter Schokoriegel. Das ist köstlich, nimm dir was. Hey Leute, wir haben Süßigkeiten reingeschmuggelt. Kommt, nehmt euch was davon. Alles klar, das Silberbesteck ist fertig. Jetzt zu meinem Mittagessen. Hey, ist es okay, wenn ich mich hierher setze?
Tu, was du möchtest. Ich liebe Pommes so sehr, meine absolute Leibspeise. Lächerlich. Ich muss genug Fotos für mein Insta machen. Wow, das ist schlau. Das sollte ich vielleicht auch machen. Ah, stimmt. Ja, ich habe so ein altes, schrottiges Telefon. Ich schätze, ich esse einfach, anstatt zu fotografieren. Ah, ich muss den richtigen Winkel bekommen. Ah, es funktioniert nicht. Das nützt doch nichts. Hey, könntest du mir vielleicht helfen? Ich? Klar doch, ich helfe gerne. Lass mich nur schnell dein Handy greifen. Ich versuche nur gerade kein Fett auf deinen Bildschirm zu schmieren. Ich hab's fallen lassen. Nein! Ich hab's. Oh mein Gott, das war echt knapp. Puh, sie hat's nicht mal gemerkt. Huh, da sitzt eine Spinne im Netz. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich brauche ein Telefon, einen 3D-Stift und einen normalen Marker. Dann drehe ich mit dem 3D-Stift Runden um den Marker. Dann ziehe ich die Schlaufen ab. Gut, und zurück zum 3D-Stift. Ich ziehe eine Linie zu dieser Ecke. Und jetzt noch mehr, wie bei einem Spinnennetz. Wichtig ist, dass die Schlaufen aufrecht bleiben. Ausgezeichnet, jetzt noch ein paar Linien für die Dekoration. Das wird ein geniales Spinnennetz. Fertig, Spinnen sind genial, genau wie ich. Den Rand mache ich auch gleich noch mit. Und jetzt kommt Glitzer. Ein bisschen Glitzer kann einfach nie schaden. Geschafft! Die Schlaufen funktionieren wie ein Ring. Jetzt muss ich mir keine Sorgen mehr machen, dass ich ihr Telefon fallen lasse. Das sind tolle Bilder. Okay, ich möchte mein Handy jetzt zurück. Was hast du damit gemacht? Aber gefällt mir. Danke, du bist in Ordnung. Gerne. Dieses Mittagessen hat richtig Spaß gemacht. Danke fürs Staubsaugen, Mr. Brokkoli. Hä? Was? Oh, das war nur ein Traum. Wie viel Uhr ist es? Ich sollte auf mein Handy schauen. Nein, mein Handy, nein! Das ist voll auf den Boden geknallt. Oh nein, das Display. Oh mein Gott. Das ist ein Albtraum. Was ist passiert? Wo bin ich? Oh ja, mein Handy. Hey, ich lebe immer noch auf dem Boden. Ein Albtraum. Oh mein Gott. Schon wieder ein Albtraum. Sheesh. Moment, mein Handy? Puh, meinem Handy fehlt nichts. Das war alles nur ein Traum. Aber dieser Albtraum hat mich auf eine Idee gebracht. Mein Freund und Helfer der 3D-Shift, du kommst mal wieder wie gerufen. Mit meiner Lieblingsfarbe bemale ich die Handyhülle meines Handys. Mit Zickzacklinien fahre ich die Hülle nach, ziehe einmal rüber und beginne von vorn. Diesen Schritt wiederhole ich mehrmals. Die komplette Handyhülle muss mit 3D-Tinte bedeckt sein. Okay, die Rückseite ist bedeckt. Jetzt sind die Seiten dran. Auch die Seiten müssen gut bedeckt sein. Fertig! Meine 3D-Stifthülle ist endlich fertig. Mein Handy! Nichts passiert, dank deiner genialen Handyhülle. Oh mein Gott, was für ein Schock. Die Handyhülle erfüllt ihren Zweck. Okay, ich leg mich wieder hin. Ha? Was ist denn da drüben los? Oh, wie sehe ich denn aus? Naja, hallo? Nicht so schnell. Gibt es irgendwas, das du mir sagen möchtest? Aha, da ist es. Es sind keine Handys erlaubt, weißt du noch? Na schön. Dankeschön. Und jetzt zu deinen Haaren. Wie unverschämt. Es sei denn... Natürlich. Ich bin gleich zurück. Du willst dein Handy verstecken? Nimm Knete und drück sie an die Seite der Bürste. Und das jetzt immer so weiter an der Kante entlang. So versteckst du den Rand deines Handys. Jetzt sieht das aus wie der Rücken der Bürste. Der Griff ist auch richtig cool. Ich bin hübsch und ein Genie. Viel besser, oder? Darf ich mal?
Oh, dieser Spiegel ist so lebensecht. Wie konnte ich das nicht bemerken? Hier, die kannst du behalten. Okay, und jetzt rein mit dir. Falltreffer! Oh nein, die suchen schon wieder nach Handys. Ich muss mir was einfallen lassen. Wie bekomme ich es nur da rein? Der Typ ist sicher keine Hilfe. Da drin ist es wie in einer anderen Welt. Oh, ja? Ich hab's! Und los geht's! Chris! Redest du mit mir? Darf ich? Auf keinen Fall. Oh, bitte, bitte. Oh, aber das kostet. Oh, widerlich. Aber okay. Ich befeuchte sie noch für dich. Hier, kiss das. So sanft. Das war der Wahnsinn. Das Fischglas gehört ganz dir. So, und jetzt zu meinem Plan. Wie gut, dass ich beim Mittagessen keinen Hunger hatte. Wichtig ist, dass sie gut verschlossen ist. Die Steine werden es verdecken, siehst du? Und jetzt zum großen Finale. Yes! Hallo! Oh, ich liebe Fische. Du darfst reingehen, Annie. Zeit für einen kleinen Tauchgang. Entschuldige, kleiner Kerl. Schön trocken. Tja, dank des guten alten Plastiks. Na, 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 na. Oh, hab sie nicht gesehen. Meine Musik? Ich weiß nicht, ob sie Ihnen gefällt. Jetzt kommt der Beat Drop. So, und jetzt Schluss damit. Oh, ist das ein Vogel da? Tschö! Das war ganz schön knapp. Aber ich weiß, was zu tun ist. Mal sehen. Das ist es definitiv nicht. Bingo! Genau, was ich brauchte. Siehst du diesen Bandabroller? Nimm das Klebeband raus und ersetze es durch die Dinger. Perfekt! Moment! Zeit zum Scannen. Diesem Gerät entgeht nichts. Oh je. Bis jetzt nichts? Okay. Aha! Auf frischer Tat ertappt! Das? Das ist Klebeband. Wie kann das denn sein? Oh, geh einfach. Dieser Trick funktioniert immer. Und praktisch ist er auch. Genau richtig zum Gitarrensolo. Hey, sieh mal, was ich habe. Hast du Lust auf ein Experiment? Tina, 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 das ist keine Batterie. Das ist eine Batterie. Stecken wir sie zusammen. Vorsichtig. Wow! Was ist hier passiert? Wir haben für einen Stromausfall gesorgt, glaube ich. Ich benutze mal mein Handylicht, um was zu sehen. Können wir das wieder reparieren? Dein Licht geht langsam aus. Oh nein, mein Akku ist leer. Typisch. Aber schon okay, ich habe mein Ladekabel. Kein Grund zur Sorge. Ach ja, wir haben ja keinen Strom. Vielleicht klappt das ja. Im Ernst, Tina? Viel Glück dabei. Oh, was ist das? Limo und Süßigkeiten, meine Lieblingskombi. Oh, gib das her! Hey, Tina, das ist meins! Ah, schon kapiert, du brauchst das hier, oder? Trägst du immer eine Wassermelone mit dir rum? Achtung, aus dem Weg, ich bin ein Profi. Au! Ein Profi, hä? Huh? Gib deinen schwarzen Gürtel besser wieder zurück. Lass mich mal. Mit einem Löffel entferne ich das Fruchtfleisch. Das ist viel sicherer. Okay, sieht gut aus. Und nun gieße ich die Limo hinein.
und füge Mentos hinzu. Schau mal, wie das blubbert. Probieren wir es aus. Vorsichtig, wir wollen keinen Funken riskieren. Oh, leider funktioniert das nicht. Wir haben ja auch das Wichtigste vergessen. Ich stecke den Stecker wieder rein. Daran hätte ich früher denken können. Wir haben wieder Strom. Ja, das hast du mir zu verdanken. Hey, wie läuft's? Guck mal, was ich hier habe. Nicht dein Ernst, wann hast du das denn geholt? Gerade heute Morgen. Es ist lila und alles. Wow, ich bin ziemlich neidisch. Ich hätte auch gern ein neues hübsches Handy. Moment mal. Ich brauche gar kein neues Handy. Ich habe eine schöne Hülle. Hüllen, um genau zu sein. Ich habe mehr als eine. Ha, okay, das ist schon mal was. Naja, und ich glaube, ich habe sogar noch mehr. Ich liebe diese neue Farbe total. Na, dann schau dir mal meine farbigen Hüllen an. Die sind cool, aber nicht cooler als mein lila Handy. Was? Okay, du lässt mir keine andere Wahl. Wovon redest du? So sei es, alle meine Hüllen. Wow, das sind echt viele. Da, siehst du? Hüllen sind auch richtig schön. Wow, ich bin echt beeindruckt. Jetzt bin ich fast etwas genervt von meinem neuen Handy. Oh, ich habe eine richtig geniale Idee. Ich nehme diesen Strohhalm und schließe das Ende mit einem Glätteisen. So, und jetzt zum nächsten Teil. Mit dieser kleinen Spritze fülle ich farbiges Wasser in den Strohhalm. Perfekt, genau so und mit ein bisschen Luft drin. Und jetzt versiegle ich auch dieses Ende. Dann brauche ich nur noch diese durchsichtige Handyhülle. Ich bedecke sie mit Kleber vom Klebestift. Gut, jetzt noch den Strohhalm aufkleben. Ich habe ein paar mit verschiedenen Farben gemacht. Sie passen perfekt auf die Hülle. Das sieht toll aus. Schau dir meine neue Hülle an. Sie hat Blasen, die sich bewegen. Wow, sowas habe ich echt noch nie gesehen. Meine bunte Handyhülle und ich verschwinden dann mal. Oh Mann, jetzt bin ich wieder neidisch. Was für ein langer Tag. Ich kann es kaum erwarten, einzuschlafen. Muss es mir nur noch bequem machen. Vielleicht, wenn ich mich umdrehe? Oh, das ist zu hell. Ich will doch nur schlafen. So, das ist besser. Warum ist dieses Kissen nur so unbequem? Das ist doch lächerlich. Hasst mich denn die ganze Welt? Dann strecke ich halt ein Bein raus. Das wird mich abkühlen. Aber was ist mit dem Monster unterm Bett? Mein Bein bleibt doch lieber drin. Ich glaube, ich werde heute gar nicht gut schlafen. Und natürlich, jetzt ist mir kalt. Vielleicht diese Position? Oder so? Diese Nacht ist die schlimmste! Was ist los? Warum schreist du? Hey, ein Ei! Das bringt mich auf eine tolle Idee! Ich starte mit einer Handyhülle und einer Klebepistole. Ich zeichne einen Kreis mit Kleber in die Mitte. Und jetzt lackiere ich ihn mit weißem Nagellack. Gut, und jetzt lasse ich ihn trocknen. Als nächstes brauche ich einen gelben Ballon. Einfach die Spitze abschneiden. Und dann stecke ich einen Ball aus Schleim rein. Ganz genau so. Und jetzt auf die Hülle damit. Wie knautschig. So, sieht aus wie ein Ei auf meiner Handyhülle. Oh, das Knautschen ist so entspannend.
Wow, jetzt werde ich schön müde. Ah ja, immer wieder erstaunlich, was sie alles können.